So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zum Gezockt-Spezial aus Berlin. Ich bin gerade beruflich 3 Tage in Berlin, habe die letzten beiden Abende mit Matthias von Frosted Games und seiner Frau gespielt. Heute haben wir auch noch Rick dabei und ja, ich bin hier gerade im Hotel, deswegen ist jetzt die Bild- und Tonqualität nicht ganz so gut wie sonst, aber ich denke, wir kriegen das trotzdem hin und ich werde euch einfach mal berichten, was wir in den letzten beiden Tagen so gespielt haben. So, und zwar ging es los mit Root. Das hatte Matthias da und wollte das unbedingt spielen. Ich hatte das ja schon gespielt. Ich habe gesagt, ich kann das so halb erklären. Allerdings ist immer ein bisschen das Problem beim Spiel, wenn man das einmal gespielt hat und selbst die Regeln nicht gelesen hat, sondern nur seinen Charakter gespielt hat, kann man halt den erklären. Und bei den anderen weiß man so in etwa, was die gemacht haben. Wir haben nur zu dritt gespielt. Wir haben mit den Vögeln, den Mäusen und dem Waschbären gespielt. Und ja, ich glaube, von Root werden die meisten von euch schon gehört haben. So ein asymmetrisches Area-Control-Spiel, Siegpunkte-Rennen. Jeder spielt halt eine Fraktion. Jede Fraktion hat komplett andere Einheiten, Gebäude, vielleicht auch gar keine Gebäude, sondern Gegenstände, die man craften kann, andere Methoden, Punkte zu machen, anderen Rundenablauf, also halt hochgradig asymmetrisch und die Fraktionen müssen sich auch immer gegenseitig so in Schach halten, damit nicht irgendwer davonrennt und gewinnt. Und beim letzten Mal, wo wir es gespielt haben, hat ja der Vagabund gewonnen und ja, es war auch tatsächlich so, den Vogel hat Matthias gespielt, die Eerie, glaube ich, oder so, die konnte ich natürlich super gut erklären, weil die habe ich beim letzten Mal gespielt, das ging also sehr flott. Beim Vagabunden, dem Waschbären, das war schon ein bisschen so, okay, der ganze Reaktion mit seinen Gegenständen, also den habe ich jetzt noch nicht gespielt, da wir haben den so intensiv erklärt, den könnte ich beim nächsten Mal, glaube ich, sowohl selbst spielen, als auch gut erklären. Bei meinem Charakter, der Katze, da hatte ich gar keine Ahnung, was Peter beim letzten Mal damit gemacht hat, der hat mir irgendwelche Gebäude aufs Spielfeld gebracht und damit irgendwie Punkte gemacht, aber ich hatte keinen Plan, wie. Aber wir haben dann, glaube ich, so eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, bis wir mit den Regeln so ungefähr durch waren. Wir haben sicher auch noch so 2, 3 kleinere Spielfehler gemacht, irgendwelche Regeldetails, die wir übersehen haben, meinte Matthias und heute, als ich das zweite Mal da war. Also alles in allem haben wir es gespielt, es ging echt gut. Also bei den Vögeln ist es ja so, die müssen immer ihre Züge programmieren und sobald die Programmierung einmal nicht klappt, weil die irgendwas nicht ausführen können, bricht alles zusammen, sie verlieren Punkte und müssen sich wieder ganz von vorne aufbauen. Da hatte Matthias leider das Pech, dass er zwar immer mehr Einheiten rekrutiert hat, aber irgendwie nicht gekämpft hat und die hat keiner angegriffen. Und dann war es halt irgendwann so, er musste Einheiten rekrutieren, hatte keine mehr und damit ist die Programmierung zusammengebrochen, sein Zug war vorbei, das war natürlich doof. Ich habe die Katzen gespielt, die kann man ja gefühlt ein bisschen unterschiedlich spielen, entweder man geht mehr aufs Craften oder mehr aufs Area Control, dass man also mehr Sachen kontrolliert und mehr Einheiten auf dem Feld hat, auch viel kämpft, viel freischaltet, die müssen ja immer diese Sägewerke bauen, mit denen sie irgendwie dann Holz ins Spiel bringen und mit dem Holz können sie halt andere Gebäude bauen und entweder können sie halt Rekrutierungsgebäude bauen, dann können sie halt ganz viele Einheiten rausbringen oder sie können so Craft-Gebäude spielen, dann können sie halt ganz viele Gegenstände craften und darüber Punkte machen. Ich hätte fast gewinnen, also eigentlich hätte ich das Spiel gewinnen müssen. Es lag so eine Karte offen, die irgendwie besagt, du kontrollierst 2 gegenüberliegende Ecken. Und das hätte ich relativ sicher geschafft. Ich habe nur irgendwie 2 Runden lang vergessen, mir die Karte zu nehmen. Und am Ende hatte wieder der Vagabund gewonnen. Das war ein bisschen ungeschickt von mir, hat aber auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt. Also Root ist so ein Spiel, ich will das auf jeden Fall nochmal spielen. Ich möchte gerne jeden Charakter mindestens 2-mal gespielt haben. Das sind ja schon mal, wenn man nur das Grundspiel hat, auf jeden Fall schon mal 8 Partien. Ich bin wirklich mal sehr gespannt, wie das so wird, wenn ich wirklich jeden Charakter mal gespielt habe, auch irgendwie so 1-2 Mal gespielt habe, so verschiedene Taktiken damit ausprobiert habe. Ich glaube, gefühlt ist es so ein Spiel, dann bin ich persönlich auch damit durch, weil es ist ein gutes Spiel, macht Spaß, ist jetzt immer noch sehr reizvoll, aber es kommen halt so viele andere Spiele raus. Ich weiß nicht, ob das dann, wenn man gefühlt so alles mal gesehen hat, ob man dann immer noch denkt, hey, das würde ich auf den Tisch bringen. Das wird natürlich die Zeit zeigen, gerade jetzt eben so um Essen rum, also wenn das halt im November und gerade im Dezember noch häufiger auf den Tisch kommt, dann spricht das echt für das Spiel, gerade wenn wir wirklich schon geschafft haben sollten, bis dahin damit durch zu sein. Aber ich denke, ich brauche jetzt erstmal auf jeden Fall noch eine Partie. Dann kann ich euch schon mal so ein Let's Play-Video machen, wo ich euch dann genau zeige, wo das geht. Da werde ich einfach mit allen 4 Fraktionen spielen. In alle 4 Fraktionen quasi jeweils einmal eine Runde zeigen, das vielleicht 2-mal. Und das reicht, glaube ich, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. Weil es ist eigentlich auch nicht kompliziert. Es ist nur halt durch diese Asymmetrie, hat jeder so seine eigenen Regeln. Die muss man halt erklären, verstehen. Muss auch verstehen, wie die anderen Charaktere funktionieren. Ich würde euch aber empfehlen, spielt erstmal und lernt euren eigenen Charakter kennen. Ich kenne durchaus Leute, die spielen dieses Spiel nicht, bevor sie nicht jeden Charakter genau verstanden haben und genau wissen, wie wir funktioniert, wie wir Punkte machen. Und das komplett durchdrungen haben und jede Aktion 100% verstehen. Das kann man so machen, das ist vollkommen legitim, aber dann dauert das Stunden und in der Zeit, wo man das macht, kann man es auch einmal einfach spielen
und hat dann so einen Eindruck davon, wie der eigene Charakter läuft, kann sich kurz erklären lassen, was die anderen Leute gemacht haben und spielt einfach noch eine Partie. Also ich würde eher die Zeit, glaube ich, dafür nutzen. Und danach haben wir dann The Shipwreck Arcana gespielt. Da habe ich vorher noch nie was von gehört, ihr wahrscheinlich auch nicht. Das ist so ein Logik-Deduktionsspiel. Wir spielen alle kooperativ. Wir müssen halt, also jeder von uns hat so 7 Steine vor sich liegen. Das sind so quasi Hilfssteine, Markierungssteine, weil jeder Spieler, der dran ist, zieht halt so dann 2 Steine aus dem Beutel, guckt sich die an und legt halt einen unter eine dieser ausliegenden Karten und die anderen halt auf der Hand. Und dann können die Mitspieler versuchen zu belegen, okay, er hat jetzt den dahin gespielt. Und ihr seht das hier zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, die hinterste Karte. Wenn der Abstand zwischen den beiden 4 oder mehr ist, dann platziere den offenen Marker dorthin. Sprich, ich habe da dann in der ersten Runde zum Beispiel eine 3 hingelegt. Und dann wissen wir, die Zahlen gehen von 1 bis 7 und der Abstand muss 4 oder mehr sein. Und die einzige Chance, dass die Bedingung erfüllt ist, wenn ich da eine 3 hinlege, muss ich ja eine 7 haben. Weil es geht nur bis 7, ne? 3 minus 7, 4. Sprich, ich kann da keine 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 noch aus dem Beutel gezogen haben. Und so muss man dann eben teilweise auch bei den anderen überlegen, welche Voraussetzungen, welcher Karte erfülle ich, wo kann ich diesen Marker hinlegen. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie eine 7 und eine 6 gezogen habe, dann kann ich das hier bei der 5, 6, 7er Karte hinlegen. Und dann können die Leute schon überlegen, ob sie jetzt genug Info haben und schon wissen, was ich da habe oder nicht. Wenn sie sagen, okay, wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, dann können sie auch eine Runde warten und dann muss ich halt wieder zusätzlich zu dem einen Stein, den ich habe, 9 Steine ziehen und dann ja, muss ich einen von beiden spielen. Hoffentlich den neugezogenen, damit ich dadurch Hinweise auf die anderen geben kann. Vielleicht geht das aber auch nicht. Wir hatten glücklicherweise immer die Konstellation, wir konnten eigentlich immer in einer Runde rausfinden, was da für ein Stein liegt. Wir haben ganz selten mal 2 Runden gebraucht und haben es eigentlich ziemlich easy geschafft. Aber da ist, ihr seht das da im Hintergrund, ein riesen Stapel von Karten dabei. Sprich, was da aussieht, in welcher Kombination, ist immer in jeder Partie anders. Und für Leute, die eben halt solche Logik-, Deduktions-, Knobelspiele mögen und die es auch cool finden, wenn das kooperativ ist, wenn man sich genau beraten kann okay, das kann das sein, okay, kann 50-50 sein, wir können raten, wir können nicht raten. Also das war echt spaßig, ein kleines, kurzweiliges Spiel, habe ich vorher noch nie was von gehört, die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht, aber wer das von euch auch vielleicht schon mal gespielt hat oder sogar zu Hause hat, kann ja gerne mal hier unten einen Kommentar reinschreiben. So, dann haben wir einen ganz alten Klassiker rausgeholt, Linie 1, habe ich noch nie gespielt, vielleicht kennen einige von euch das noch, von Stefan Dora. Ich glaube, Matthias meinte, wenn dem ja nicht Siedler das Spiel des Jahres geworden wäre, dann wäre es wahrscheinlich Linie 1 geworden. Im Prinzip so ein Streckenlegteil. Jeder von uns zieht halt verdeckt so eine Strecke, die er ist. Es gibt halt Strecken von, ich glaube, 1 bis 8, jeweils mit 2 Endhaltestellen irgendwo verknüpft. Und dann zieht man so Karten, die sagen, okay, du musst irgendwie zu Sehenswürdigkeit A, B und M fahren. Und dann geht's los und wir bauen einfach Streckenteile auf den Plan. Und erstmal wild random, weil keiner will natürlich erstmal zu erkennen geben, welche Streckenteile braucht er, welche Linie hat er, weil dann bauen die anderen vielleicht gemeine Strecken, dass man irgendwie immer irgendwie dann im Kreis mehrfach fahren muss und irgendwie zurückfahren muss oder mega langen Umweg fahren muss, weil irgendwann sagen, okay, hey Leute, ich bin übrigens die 2, guck mal hier, ich habe Strecke 2 mit Strecke 2 verbunden oder irgendwer von euch hat das gemacht, vielen Dank dafür. Und dann würfelt man halt und fährt dann mit so einer kleinen Holzstraßenbahn, also einem kleinen Holzbus halt einfach los, immer so ein Feld lang oder immer wenn man H würfelt, es gibt immer die Zahlen 1 bis 4 und zweimal so ein H, bis zur nächsten Haltestelle vor. Und immer wenn man so einen Spielplanteil vorher an so eine Sehenswürdigkeit gelegt hat, aber wenn man so einen Spielplanteil vorhin, so eine Sehenswürdigkeit gelegt hat, dann legt man da so eine Haltestelle hin und je nachdem, wie viele Haltestellen auf meinem Weg liegen, eigentlich will ich, dass ganz, ganz wenig Haltestellen zwischen meinen Sehenswürdigkeiten liegen, weil dann komme ich bei jedem Haar immer direkt bis zur nächsten Haltestelle vor. Und ich habe es komplett vercheckt, weil ich habe nicht gerafft, dass man irgendwie nicht einfach irgendwie fahren kann, sondern immer wirklich den Linien folgen muss und auch wenn da irgendwie so mehrere Kreisverkehre sind, dass das teilweise dazu führen kann, dass man gar nicht dahin kommt, wo man hin will. Und ja, ich hätte theoretisch sogar durchs Würfeln halt noch eine Chance gehabt, weil wenn natürlich irgendwer ständig irgendwie nur eine 1 und 2 würfelt, der andere immer Haltestelle, 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 kann der noch wieder hinterherkommen, wobei mein Weg echt lang war. Aber das war auf jeden Fall auch echt spaßig, kurzweilig, nett, gut. Also ich glaube, da könnte man durchaus heute nochmal eine neue Variante von rausbringen. So wie ich gehört habe, gibt es auch zu diesem Würfelmechanismus noch so eine Alternative, dass man irgendwie nicht einen Würfel hat, sondern so 3 Würfel hat und sich immer so pushy-luck-mäßig vorbewegen kann oder auch nicht. Aber ja, bin ich mal gespannt von. Also wenn ihr das mal irgendwie auf dem Flohmarkt oder so seht, für 5 oder 10 Euro kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Das ist echt so als kurzes Zwischendurchspiel oder wenn es irgendwie abends um 11 ist und eigentlich will man schon aufhören, aber man kann auch was Kleines spielen, dann ist das auf jeden Fall immer noch ein durchaus solides Spiel. So, und dann als Absacker für den Abend haben wir Krass kariert gespielt. Das ist im letzten Jahr bei Amigo rausgekommen. Bei Amigo, ich sag's immer wieder, kommen halt immer viele Spiele raus. Manche davon sind nett, okay,
irgendwie einmal gespielt und nie wieder. Und manche sind halt echt so kleine Klassiker. Und krass kariert, hat mich überhaupt nicht angemacht, sieht vom Design her nicht toll aus. Das, ja, ne, Zahlen auf Karten, ich sag's immer wieder. Bei solchen Spielen muss einem irgendjemand sagen, das ist gut, sonst guckt man sich das erstmal nicht an. Und ja, es hieß so, wie, das kennst du nicht, das spielen wir jetzt auf jeden Fall. Und ich war echt super positiv überrascht davon. Das ist nämlich so eine Mischung aus Tichu und Skat. Also jeder spielt für sich, man bekommt halt Karten, die gehen, glaube ich, von, ich weiß nicht, 1 bis 12 oder so, es gibt noch Joker und Aktionskarten und so wie man die bekommt, nimmt man die auf die Hand. Und dann kann ich eben auch, wenn ich rauskomme, halt eine Karte aufspielen und dann kann der irgendwie Reihe um jeder Karten dazu spielen, entweder höher gehen oder versuchen irgendwie mit Zwillingen, Paaren, Drillingen, Straßen das Ganze zu bestechen. Und wer zuerst keine Karten mehr hat, der hat quasi die Runde gewonnen. Und der Trick bei der Sache ist aber, dass man wirklich gucken muss, was habe ich auf der Hand. Und ich darf die Karten halt nicht verändern. Sprich, ich muss immer gucken, okay, wenn ich jetzt die spiele, dann rücken die hier näher zusammen und das könnte eine Straße sein, das könnte ein Drilling sein. Hier habe ich den Joker stecken. Es kann sogar sein, man hat auch immer so zwei Karten vor sich liegen. Wenn ich nicht bedienen kann und nicht bedienen möchte. Es geht ja darum, zuerst meine Karten loszuwerden. Kann ich auch sagen, okay, ich mache das jetzt nicht. Stattdessen nehme ich jetzt diese 9, die ich auf der Hand habe, auf und stecke die dahin, wo ich möchte. Und dadurch kann ich mir vielleicht coole Kombinationen bauen, dass ich gleich irgendwie 3 Karten auf einmal loswerden kann, weil ich ein Drilling spielen konnte. Und dann kann ich vielleicht hoffen, dass ich jetzt irgendwie danach eine Straße oder ein Zwilling oder so spielen kann, wo kein anderer Spieler drüber kommt, sodass ich halt nach und nach meine Karten runterspielen kann. Ähnlich wie bei Tichu, nur dass wir eben nicht im Team spielen, sondern jeder für sich selbst. Und dieses so gucken, was habe ich für Karten, gucken, wie in welcher Reihenfolge spiele ich die aus, wann nehme ich meine Karten auf die Hand, das macht echt Spaß. Und das ist so ein Spiel, das mich total triggert. Und sogar diese doofe Karte, die man in so einen Stich reinspielen kann, dass derjenige den Stich gewinnt, dann 3 Karten nehmen muss, ist erstmal total nervig. Aber es kann sein, dass diese Karten in vielen Fällen so gut zur eigenen Hand passen, dass man sich das so hinstecken kann, dass man trotz der mehr Karten dann schneller fertig ist, weil man einfach krasse Kombinationen rausspielen kann und Leute, die vielleicht nur noch 2 Karten auf der Hand haben, die vielleicht gar nicht so gut zusammenpassen, dass die gar nicht mehr wirklich toll agieren können. Also wenn ihr so Spiele wie Tichu oder eben Skat oder sowas sehr mögt, dann guckt euch krass kariert mal an. Das ist echt krass gut. Also ich war da super positiv überrascht. Schon. Ich habe gleich am nächsten Tag meinen Eltern, die auch ja Tichu sehr lieben, die Skat sehr mögen, die Stichspiele allgemein sehr mögen, gleich ein Foto von dem Spiel geschickt und gesagt, kauft euch das, ist richtig, richtig cool. Ich bin mal gespannt, also in meinen Göttinger Runden kommen Stichspiele ja immer gar nicht gut an. Also ich habe da mal Tichu versucht, das hat beim ersten Mal echt gut funktioniert, beim zweiten Mal überhaupt nicht, wir haben Stichmeister gespielt, das hat nicht funktioniert und alles mögliche andere in Stichspielen und es klappt einfach überhaupt nicht. Krass kariert, da bin ich mal gespannt. Das könnte echt, also da werde ich mal den Karl-Test machen und mal gucken, wie das bei Karl ankommt, der wirklich bei Stichspielen immer die total sinnlos findet und überhaupt keinen Spaß dran hat. Kann bei krass kariert auch passieren, aber ich denke, dass, also das, wie gesagt, dieses Zusammenpuzzeln, Tüfteln und so sagen, okay, ich spiele das und das und das, das kann halt klappen oder nicht, ist halt ein Stichspiel, muss ein bisschen mit den Karten arbeiten, hat jemand anders einfach bessere Karten, nicht mal beim Skat, wenn jemand anders einen kranken Hand hat, dann hat er halt einen kranken Hand. Da kann man auch nichts gegen machen, aber ich finde es cool, wenn ihr es noch nicht kennt, guckt es euch auf jeden Fall an. Es ist, also war für mich persönlich jetzt, glaube ich, von den ganzen Spielen, die ich gespielt habe, hier in Berlin, die absolut positivste Überraschung und auch ein Spiel. Ne? Bald kommt ja auch meine Top 10 des dritten Quartals. Ich glaube, krass kariert wird da drin sein. So, danach haben wir Feierabend gemacht und heute dann weitergespielt. Und gestern hieß es schon Texas Showdown. Kennst du nicht? Müssen wir auch spielen. Haben wir heute als Einstiegsspiel gespielt und wir waren nur zu dritt. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Spiel, das muss man mit mehr Leuten spielen. Ist auch jetzt relativ schwer zu erklären. Also ich werde mir das mal holen, dann auch mal gucken, wie das in Göttingen so ist. Könnt ihr euch auch mal einen Livestream zu angucken. Aber vom Grundprinzip her gibt es halt verschiedene Farben. Die gibt es jeweils immer unterschiedlich häufig. Die haben halt immer Zahlen. Das geht, glaube ich, bei 11 los und dann bis, weiß nicht, 60, 64, 65 hoch. Und wenn irgendjemand eine Farbe ausspielt, dann muss halt jeder diese Farbe bedienen. Wenn irgendjemand diese Farbe nicht bedienen kann, kann er eine andere Farbe reinschmeißen. Und dann muss der nächste Spieler eine dieser beiden Farben bedienen. Und am Ende des Stiches guckt man einfach, von welcher Farbe liegen jetzt die meisten Karten da drin und wer hat davon die höchste gespielt, der bekommt dann den Stich und man will die wenigsten Stiche haben. Also es ist quasi null, jeder, also man bekommt nicht, man hat nicht so verloren, wenn man einen Stich bekommt, aber man will die wenigsten Stiche haben. Wer die meisten Stiche hat, hat irgendwie die meisten Minuspunkte oder es geht so lange, bis einer 15 Stiche hat, also wir haben es nicht zu Ende gespielt, weil dann auch der vierte Spieler kam, aber wie gesagt, zu dritt ist das, glaube ich, okay. Ich glaube, das schockt mehr zu 5 oder zu 6. Mal gucken, ob ich das mal in so einer Konstellation ausprobieren kann. Ich persönlich, es mag jetzt auch an der Spielerzahl gelegen haben, fand auf jeden Fall krass kariert deutlich besser, sehe aber, dass Texas Showdown auf jeden Fall auch sein Potenzial hat und ich finde es immer gut, wenn diese kleinen Spiele von Amigo eben auch wirklich gut sind und toll sind und wenn ihr halt häufiger mal mit 5, 6 Leuten spielt, dann guckt euch Texas Showdown mal an. So, dann habe ich da irgendwo im Regal ein verpacktes Fatal entdeckt von Friedemann Friese, ein neues Fast-Forward-Spiel, das ja eigentlich erst zur Messe rauskommen soll. Ich habe das im letzten Jahr schon erlebt, dass ich auf dem Spieleabend in der Spieleburg war.
2-3 Wochen vor der Messe und da lief auch jemand rum und hatte halt alle 3 Fast-Forward-Spiele dabei. Der hat das irgendwie auf so einem Erklärtreff, der sollte das halt auf das Spiel erklären, bekommen und sollte das natürlich auch dann selbst zu Hause spielen, damit er fit drin ist. Und hat das halt in der Spieleburg gehabt und hat das da gespielt. Sprich, die Spiele sind immer schon vor der Messe fertig. Ich weiß nicht, ob man da sagt, nee, wir wollen gar nichts spoilern, deswegen gibt es da vorher keine Presseexemplare oder so für. Ich habe es mal angefragt, habe gesagt, wenn ihr was dazu haben wollt, gerne mache ich das vor der Messe. Wenn nicht, müssen wir vielleicht bis zur Messe warten. Wobei ich sagen muss, am meisten gespannt bin ich wirklich auf Feiner Sand und Futopia, wobei ich glaube, auf Feiner Sand sogar noch fast ein bisschen mehr. Aber fatal, ohne da jetzt irgendwie groß was zu spoilern, weil es gibt ja auch da mal Leute, die sagen, nee, ich will das alles komplett selbst erleben. Ich glaube, man weiß ja schon so ein bisschen, dass das so eine Slotmaschine, so einen einarmigen Banditen simulieren soll. Und sagen wir mal so von der generellen Art, vom Anspruchscharakter, vom Feel her, geht das in Richtung Furcht. Furcht kam auch gerade in meinen wenig Spielerrunden, also Leute, die gar nicht so krass viel intensiv diese Hardcore-Spiele spielen, sondern die eben auch gerne spielen, aber jetzt nicht so 1000 Regeln haben wollen, sondern einfach zack, losspielen wollen, kam das super gut an. Da haben sich das sogar Leute, die irgendwie nur ein, zwei Mal bei mir auf Spieleabenden waren, ausgeliehen, haben gesagt, boah, total viel Spaß gemacht. Und in meinen Spielerrunden, sage ich mal, war das immer so, wir spielen hier irgendwie Karten, das ist total banal, es geht auch nicht ums Gewinnen und Verlieren und kam da irgendwie nicht so gut an. Man hat das irgendwie einmal durchgespielt, um alles einmal zu sehen, aber es wurde immer als nicht so interessant abgetan. Und Fatal geht in eine ähnliche Richtung. Die Runden sind auch immer super kurz. Also es geht nur bis irgendwie so 6 Karten in der Mitte liegen. Und man kann das irgendwie ein bisschen länger, ein bisschen kürzer machen, aber man spielt meistens auch nur relativ wenige Karten. Man hat aber trotzdem oftmals Optionen, weil es gibt eben auch so Regeln wie immer, die sich ständig ändern. Und die sind wirklich hier bei der Salzener Suppe, die auch das Spiel wirklich cool und interessant machen, finde ich, und eben auch dafür sorgen, dass man wirklich überlegen muss, okay, was schmeiße ich jetzt weg, was nehme ich? Nehme ich was aus der Mitte, ziehe ich vom Stapel? Da war, wie gesagt, schon für mich deutlich mehr drin als in Furcht. Und vor allen Dingen war es das erste dieser Spiele, wenn man da durch ist und sagt es halt, okay, nimmt jetzt irgendwie alle Karten aus der Schachtel raus, mischt die, legt die hin und spielt einfach weiter. So dass halt diese Sonderregeln, die immer wieder ein bisschen verändern, wie man gewinnen kann, dass die halt nicht mehr in der gescripteten Reihenfolge kommen, sondern halt total random. Kann sein, dass die dann von 10 Karten dreimal durchtauschen oder dass man 20 Karten lang mit der gleichen Sonderregel spielt. Das weiß man halt immer nicht. Und von allen Fast-Forward-Spielen, die ich bisher gespielt habe, war es das erste Spiel, wo ich gesagt hätte, okay, wenn ich jetzt noch Bock darauf hätte, das weiterzuspielen, wenn das in meiner Spielerrunde total cool ankommen würde, dann würde ich nicht jedes Mal das wieder komplett neu resetten, sondern einfach die Karten nehmen, irgendwie mischen und dann losspielen. Das war bei den anderen Spielen nicht so. Da hätte ich immer gesagt, lass uns das lieber von Anfang an so spielen. Vielleicht hätte man Furcht zu spielen können, weiß ich nicht. Hat mich nicht so angemacht. Und ich weiß nicht, ob Fatal jetzt bei mir ein Dauerbrenner werden wird. Ich denke wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn ihr zu den Leuten gehört, die diese Fast-Forward-Spiele cool fandet und ihr gerade so halt Furcht und Festung gut fand und die mochtet und eher noch Furcht, dann guckt euch Fatal auf jeden Fall mal an. Das ist dann wirklich ein durchaus spaßiges, unterhaltsames, kurzweiliges kleines Spiel, mit dem man auf jeden Fall so ein Stündchen, anderthalb, zwei füllen kann. Also man sitzt da schon ein bisschen dran. Dann haben wir Welcome To gespielt. Auch so ein, nicht wirklich Roll and Ride. Man hat auch so ein Spielplan vor sich, wo man halt irgendwie bestimmte Sachen ankreuzen muss. Beziehungsweise in dem Fall haben wir jetzt so eine Nachbarschaft, die aus so 3 verschiedenen Straßenzügen besteht, mit mal mehr, mal weniger Häusern drin. Manche Häuser haben Pool, in jeder Reihe gibt es unterschiedlich viele Waldgebiete und dann liegen halt so 3 Kartenstapel aus und es werden halt mal Karten aufgedeckt und dann liegen halt jeweils die Zahlen quasi aus und auf der Rückseite der Karte, die nach vorne gelegt wird, sind die verschiedenen Aktionen oder Spezialdinge, die wir machen können, darauf abgebildet und dann müssen wir uns immer für eine von diesen Zahlen entscheiden, tragen halt dann diese Hausnummer irgendwo ein in unsere Straßenzüge, aber ähnlich wie bei Quicks geht es immer nur aufsteigend. Außer man macht irgendwie so ein 13a irgendwo draus, dann kann man das auch irgendwie ein bisschen ändern. Aber ansonsten muss man gucken, wenn da so eine Karte mit dem Pool liegt, dann will man die natürlich möglichst beim Pool hinschreiben und diesen Pool ankreuzen, weil je mehr Pude man hat, umso mehr Punkte bekommt man dafür. Aber das muss halt auch immer genau passen. Das heißt, man hat da jetzt sagen, okay, ich muss jetzt, wenn ich diesen Pool haben will, die Nummer da auch eintragen. Das heißt, alles, was davor kommt, muss niedriger sein. Alles, was dahinter kommt, muss irgendwie höher sein. Dann kann ich noch mit so Zäunen bestimmte Gebiete mal abgrenzen. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich baue hier einen Zaun, dann habe ich hier ein Dreiergebiet, da ein Dreiergebiet. Und mit anderen Karten wiederum kann ich mir dann Dreiergebiete wertvoller machen. Ich sage, okay, dieses Dreiergebiet ist nicht 3 Punkte wert, sondern 4, 5, 6. Das kann ich halt auch mit 6er-Gebieten machen, mit 1er-Gebieten. Wie gesagt, das ist jetzt, glaube ich, kompliziert zu erklären. Ihr seht hier irgendwie wahrscheinlich jetzt gerade eingeblendet den Blog und ein bisschen das Spielmaterial. Ich werde es zur Messe bekommen. Eigentlich hätten die mir das auch schon vorher zuschicken können, weil das ist absolut sprachneutral. Also da ist, also wenn sie da noch groß was eindeutschen, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall echt spaßig, wenn man jetzt so mich fragen würde, Railroad Inc. oder Welcome To. Die sind halt beide ganz anders. Die haben beide ihren eigenen Ansatz. Ich würde sagen, Welcome To ist vielleicht ein Ticken vorne, aber
Railroad Inc. triggert halt was ganz anderes. Und ich weiß auch nicht, was von beiden langfristiger Spaß machen wird. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Welcome to cool ist, um das irgendwie zu spielen, ein bisschen auszureizen, wie Punkte kann ich da rausholen. Es ist halt kein ganz schön clever. Ich glaube nicht, dass man irgendwie in einem Monat 100 Mal spielen wird. Aber wie gesagt, wie es so im Vergleich zu Railroad Inc. ist, ich würde euch einfach empfehlen, das sind ja kurze Spiele. Wenn ihr auf dem Spiel seid, probiert ihr einfach beide mal aus und entscheidet dann für euch selbst. So, und das waren auch schon alle Spiele. War noch eine Neuheit dabei, da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob ich darüber reden darf oder nicht, weil das war noch kompletter Prototyp. Aber da werde ich dann irgendwann später mal drüber berichten oder es dann nächstes Jahr im Frühjahr zeigen, wenn es dann irgendwie da ist oder es schon eine finale Version gibt. Aber jetzt noch kurz Spiele, die noch kommen. Escape Tales Awakening, das ist ja so ein Story-driven Escape Room-Spiel, wo man eben auch irgendwie ja wahrscheinlich auch eine bestimmte Zeit hat, irgendwelche Rätsel zu lösen, aber diese Rätsel in so eine Story eingebettet sind. Diese Story ist so ein bisschen Choose Your Own Adventure-mäßig mit App-Integration, wo man halt auch eben immer verschiedene Rätsel hat und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Das ist unterwegs aus, ich glaube, es kommt aus Polen. Das müsste eigentlich heute, wenn ich, also wenn ihr es seht und ich wieder in Göttingen bin, schon da sein. Wenn nicht, kommt das Spiel erstens Freitag. Das heißt, da kann ich euch dann auch ein spoilerfreies Video. Ich hoffe, spätestens zum Wochenende zu machen. Das wird auch eine Messeneuheit sein. Ich weiß noch nicht, ob die auf Deutsch kommen wird, aber ich bin sehr gespannt drauf. Wie gesagt, ich bin ja, wie man auf Englisch schon sagt, ein Sucker for Escape Games und gerade dann auch so Story-driven. Also das klingt super, super cool. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Dann habe ich Nachricht von Lookout bekommen, dass Neom Create the City of Tomorrow, das wird ja bei denen erscheinen, dass das auch diese Woche noch losgeschickt werden soll. Ich weiß nicht, ob es bis Samstag da ist. Wenn ja, wird es auch das hoffentlich am Wochenende geben. Und ansonsten wird das nächste Woche, glaube ich, kommen. Und da habe ich auch, glaube ich, relativ viel Zeit zum Spielen. Das heißt, da gibt es dann auch bald ein Video auf diesem Kanal hier. Und dann hat mich Kranio angeschrieben. Die haben wohl irgendwie gesehen, dass ich relativ viel mit Kickstarter mache. Also immer diese Kickstarter-Vorschau habe und auch Kickstarter-Previews mache. Und die bringen ja Barrage raus. Ich hoffe, man spricht das so korrekt aus. Und das wird auf der Spiel nur als Demo zu sehen sein. Und irgendwie haben die gesagt, hey, da startet bald der Kickstarter zu. Das wäre super cool, wenn du da irgendwie ein Video zu machen kannst. Wir machen gerade die Prototypen fertig. Die schicken wir diese Woche noch raus und die wollen mir das auch unbedingt auf Tabletopia zeigen und einmal durchsprechen, damit ich gleich so verstehe, wie das so funktioniert und was man da so alles macht. Da habe ich Freitag mit denen Termin bei Tabletopia und ich hoffe, dass das Spiel dann schon in der Post ist. Das ist ein bisschen scheinbar eine Mischung aus Funkenschlag und Terra Mystica. Ich habe mir da so erste Kommentare auf Boardgames durchgelesen, wo es halt Leute schon gespielt haben und wirklich ausführlich darüber berichtet haben. Das klang echt vielversprechend. Das hat gerade einen Weight von 4,0 von 5 auf Boardgamegeek. Da sind noch nicht so viele Bewertungen bei, aber das spricht schon mal für ein komplexeres, anspruchsvolleres Spiel. Das ist aber, glaube ich, trotzdem, weil ihr wisst ja, ne, wenn es zu krass komplex wird und mehr Arbeit als Spiel, dann bin ich da mal ein bisschen raus. Also dann sage ich mal so, ja, das mag gut sein für Leute, denen das Spaß macht, denen das gefällt, mir aber nicht so. Und das klingt so, als wenn das so an der Grenze wäre. Als wenn es wirklich so ein Terra Mystica Funkenschlag mit irgendwie so Wasserwirtschaft und Staudämme bauen wäre, das eben auch durchaus ja, viel bietet, einem viel abverlangt, aber halt hoffentlich noch so an der Grenze, dass ich sage, hey, das ist cool, das macht Spaß. Wie gesagt, da werde ich euch dann auch bald berichten können. Also der Kickstarter geht, glaube ich, am 12. Oktober los. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, bis dahin das Video fertig zu haben. Aber auf jeden Fall während der Kampagne, also vor Essen auf jeden Fall. Das heißt, wenn der Prototyp rechtzeitig kommt, werden wir das auf jeden Fall auch spielen. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt drauf, euch das dann auch zeigen zu können. Es ist tatsächlich jetzt so, dass ich gefühlt gerade schon am Limit bin. Also ich habe die nächste Woche, glaube ich, komplett frei und hoffe, dass da auch meine Freunde dann Zeit und Lust haben, die ganzen Neuheiten zu spielen. Wie gesagt, Monsterland müssen wir auch spielen, Root muss noch gespielt werden, ein Video dazu gemacht werden, Gugong muss ich auf jeden Fall nochmal spielen, die ganzen Spiele, die jetzt noch reinkommen. Also ich glaube, mit dem, was ich jetzt habe, bin ich bis zum Spiel noch ausgelastet. Da werden noch so 2, 3, 4, 5 andere Spiele kommen. Kumpel meinte heute auch, du bist ja vor der Spiel schon mit den ganzen Messeneuheiten durch. Das wäre sehr cool, wenn dem so wäre, weil dann würdet ihr schon mal alles Wichtige gesehen haben und ich hätte halt wirklich eine entspannte Messe, könnte rumlaufen, wirklich viel quatschen, viel spielen und mir noch so ein paar unbekannte Dinge angucken, aber es kommen halt auch noch ganz viele Sachen. Also zum Beispiel Pegasus hat ja schon so ein paar Sachen angekündigt, aber ich weiß von ein paar wirklich großen Dingern, die da kommen, auch von namhaften Autoren, über die gibt es noch gar nichts. Die haben auf Boardgamegeek gerade mal einen Eintrag, aber noch ohne Bild und alles. Also da kommt noch ein bisschen was. Deswegen habe ich jetzt auch meine so krass Top-Essen-Liste noch nicht rausgehauen. Ich muss mal fragen, wann die Infos dazu kommen, weil wenn die wirklich erst eine Woche vor der Messe kommen, dann werde ich es wahrscheinlich auch schon ein bisschen jetzt irgendwie in den nächsten 1-2 Wochen machen. Aber da wollte ich einfach noch warten, auch bis Asmodee so ein bisschen final ist und sagt, was die alles so rausbringen. Weil ich glaube, da kommen durchaus noch ein paar tolle Sachen, auf die man sich
wirklich freuen kann. Wie gesagt, wenn ich nächste Woche wirklich Zeit habe, werde ich auch meine Verlagsmesse-Vorschau noch weitermachen, dass ich euch wirklich so einzelne Verlage zeige, was bringen die so raus. Da auch immer dann irgendwie jeden Tag so ein Video zu einem Verlag machen, wenn ich das zeitlich schaffe. Und ja, das war es dann für dieses Gezockt. Ich danke, wie gesagt, fürs Zugucken, sage bis bald und tschüss.